Hallo, ihr lieben Leserinnen, und herzlich willkommen zu dieser kleinen Buchvorstellung. Diesmal geht es um Slaughterhouse-Five von Kurt Vonnegut. Meine Ausgabe ist aus dem Verlag Vintage und hier steht jetzt der zweite Titel, der eigentlich noch mit draufstehen müsste, jetzt nicht mit dabei. Es kann sein, dass der auf der Innenseite stand, wo da normalerweise der Buchtitel nochmal steht. Bei mir fehlt aber diese Seite, da ist hier rausgerissen worden. Und normalerweise heißt das Buch Slaughterhouse-Five or the Children's Crusade, was so viel heißt wie Schlachthof 5 oder der Kinderkreuzzug. Das fehlt jetzt bei meiner Ausgabe von Vintage, aber das kann ich jetzt nicht ändern. Eigentlich wollte ich auch gar nicht diese Ausgabe haben, aber wenn man im Internet irgendwas gebraucht kauft, dann ist es manchmal nicht das Cover, was man haben möchte. Ist nicht so schlimm. In Slaughterhouse 5 hat der Autor seine Erlebnisse aus dem Zweiten Weltkrieg verarbeitet. Er war dort aber nicht als Soldat, sondern ich habe nicht ganz verstanden, was es ist. So eine Art Priester, Helfer oder irgendwas. Es war, also zumindest, okay. Ich weiß nicht, ob er selber das war. Da geht es ja schon los. Ich erzähle das mal weiter. Der Autor hat in diesem Buch verarbeitet, was er im Zweiten Weltkrieg so erlebt hat, aber nicht aus seiner eigenen Sicht, zumindest ab einem bestimmten Zeitpunkt. Nur der erste und der letzte Abschnitt des Buchs sind aus der Sicht des Autoren geschrieben. Und die Geschichte dazwischen ist eher eine Erzählung. Er wusste nämlich nicht so richtig, wie er das anstellen soll. Also er wollte gern ein Buch über die Erlebnisse schreiben, was er so in Dresden gesehen hat, als die Stadt mit Brandbomben bombardiert wurde. Aber er wusste nicht, wie er es anfangen soll. Also er hat es immer wieder versucht und es ist ihm sehr schwer von der Hand gegangen. Deswegen hat er diesen Weg gewählt und hat Billy Pilgrim ausgesucht, um seine Geschichte zu erzählen. Das Besondere an Billy Pilgrim ist, dass er losgelöst von der Zeit in seinem Leben hin und her springen kann. Er sucht sich aber nicht aus, wo er landet, sondern es passiert einfach so. Das heißt, die Geschichte von Billy Pilgrim ist eher so in Abschnitten erzählt und wir springen immer wieder in den Zeiten. Also hin und her, einmal natürlich alles, was im Krieg so passiert, also nicht alles, aber teilweise, was er im Krieg so erlebt hat. Billy Pilgrim, der kein Soldat war, sondern so eine Art Priester, Helfer oder irgendwas, dorthin geschickt wurde, aber seinen Priester irgendwie nicht gefunden hat. Also, genau, und dann bis zu anderen Stellen aus seinem späteren Leben. Und auch die Zeit, wo Billy Pilgrim dann von Aliens entführt wurde und dort in so einer Art Terrarium ausgestellt wird. Also das Buch ist so eine Mischung aus Fakt und Fiktion. Es ist ziemlich viel in dem Buch hier vorhanden. Also wir haben einmal den Geschichtsaspekt, dann haben wir ein bisschen Science Fiction mit drin. Es ist traurig, es ist witzig, es ist sehr berührend und manchmal sehr absurd. Es ist teilweise sehr philosophisch und dann wieder doch sehr hart geschrieben. Also es ist eine interessante Mischung in dem Buch. Es hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich fand, es war meine andere Herangehensweise. Und ich kann verstehen, warum es von der Literaturwelt so gut aufgenommen und gefeiert wurde. Ich fand es war sehr stark. Es ist ein Buch, über das man längere Zeit nachdenkt. Es lag jetzt schon ungefähr 2 Wochen hier, aber trotzdem musste ich immer wieder daran denken, was hier so passiert ist. Und muss auch immer wieder drüber lächeln, wenn ich an das Buch denke, weil, wie gesagt, manche Szenen so abgedreht sind. Ja, aber es ist ein Buch, was definitiv zum Nachdenken anregt und ich fand es sehr stark und sehr gut. Hat mir gut gefallen. Ich habe es jetzt im englischen Original gelesen. Ich fand es jetzt nicht allzu kompliziert. Aber was auch daran liegt, der Autor kommt aus Amerika, das heißt, amerikanisches Englisch ist etwas leichter als britisches Englisch. Dementsprechend habe ich es sehr gut verstanden. Ich war sehr stolz auf mich. Und ja, also wie die deutsche Ausgabe ist, weiß ich nicht. Aber die englische ist sehr, sehr cool. Das Buch hat insgesamt 157 Seiten und bei mir gibt es dann hier drin noch so 6, 7 Seiten, die völlig freigelassen wurden. Und meine Ausgabe ist aus dem Verlag Vintage, habe ich vorhin schon mal erwähnt, kostete früher mal 5 Pfund und 99 Pence. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die kleine Währung ist. Bei mir fehlt, wie schon erwähnt,
eine Seite, das ist auch die Seite, wo da steht, aus welchem Jahr das Buch ist quasi. Ich habe es aber recherchiert, das ist die Ausgabe von 1991. So, ich habe das Buch von Amazon Marketplace bei, nicht bei Mediamob, sondern bei den anderen. Wie heißen die jetzt? Nee, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Hab ich jetzt gerade vergessen. Aber auch eine von diesen. Wie hießen denn die anderen jetzt? Murmox. Nee, was Murmox? Es könnte Murmox gewesen sein. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und ich habe 8,91 € dafür bezahlt. So. Das heißt, ich habe eigentlich mehr dafür bezahlt, als es damals gekostet hat. Aber okay, ist nicht so schlimm. Ja, auf dem Cover geht auch sehr viel ab. Es war, wie gesagt, nicht so mein Wunschcover. Es ist sehr, sehr überfüllt mit Eindrücken, finde ich. Also ich hatte mir eigentlich eins rausgesucht, was etwas leichter ist. Ein etwas leichteres Cover. Dafür haben wir aber hier viele Aspekte, die im Buch eine Rolle gespielt haben. Und hier hinten haben wir auch noch quasi eine Bombe, was sehr gut zur Handlung passt. Also ich fand das Buch tatsächlich sehr stark. Ich kann es eigentlich nur weiterempfehlen. Wie es im Deutschen ist, kann ich jetzt, wie gesagt, nicht beurteilen. Ich fand die englische Version aber sehr lesenswert. So. Gut. Dann würde ich sagen, war es das tatsächlich schon von meiner Seite. Wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche bei der nächsten Buchvorstellung. Bis dann.